Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei Game Testicular. Das ist euer Raphael und ich habe heute eine weitere Ausgabe unseres Madden NFL 16 Owner Modes für euch mit unseren Oakland Raiders natürlich. Wir spielen heute gegen die lieben Kollegen der Buccaneers Woche 15. Ein paar Spiele haben wir also noch vor uns hier. Insgesamt 3 an der Zahl. Und ich hoffe natürlich, dass wir wieder einiges hier erreichen können. Wir wollen natürlich gewinnen. Letztes Spiel ganz, ganz dumm verloren gegen die New York Jets. Und deswegen geben wir heute mal unser Bestes. Und wir schauen mal, ob uns es gelingt. Viel Spaß gegen die Buccaneers. Und die Buccaneers starten in die Offensive in dieser Partie. Ja, und gar nicht mal so schlecht. Return sogar direkt bis zur 30 beinahe hier. Bin gespannt, was das Team um Jameis Winston hier hinbekommt. Freue mich auf jeden Fall auf die Partie. Und wir wollen natürlich hier klar gewinnen. Wir wollen uns ja für die Playoffs qualifizieren. Ganz, ganz wichtig. Wir wollen natürlich den Super Bowl im besten Falle sogar hier gewinnen. Und dafür muss man nun mal, so gut es geht, sich in der Saison schlagen, um dann in die Playoffs zu kommen. Und das versuchen wir hier zu tun. So, Winston eben relativ passsicher. Gute Rookie-Saison gespielt. Ja, vorbeigelaufen direkt wieder. Eieieiei, Doug Martin. Natürlich auch ein ganz gefährlicher Running Back hier. Blitzen wir mal rein und schauen mal, ob das vielleicht besser ist. Super Idee gewesen. Wunderbar gestoppt, Doug Martin hier. 2012. So, wieder rauf da, wieder Doug Martin, das gibt's nicht. Aber diesmal schön mit dem Middle Linebacker hier hinterhergegangen. Und auch diesen Angriff gestoppt. 3. und 7. Ja, jetzt wird eher der Pass kommen. Natürlich bleiben wir dann hier mal bei Cover 4. Evans natürlich auch ein ganz gefährlicher Spieler. Groß, schnell einigermaßen. So, böser Hit, aber das reicht. Injury Timeout, da haben wir ihn direkt ausgenockt. Da wurde es dunkel für ihn. House. Gut gemacht hier. Und Doug Martin, wenn der natürlich jetzt hier fehlen sollte für den Rest der Partie, ja, dann ist das natürlich hier ein enormer Nachteil für die Buccaneers. Es wäre natürlich für uns eine gute Sache. Man freut sich zwar ja nicht so über Verletzungen des Gegners, aber in dem Fall, ich meine, wieso nicht, ne? Halfback Slipscreen. Schön gemacht, schön gemacht. Ja, das haben wir gut gemacht. Oh, exzellent. Schaut euch diesen Lauf an. Richtig stark. Sehr schön. Ein paar Mal hängen geblieben, aber was soll's. Das Beste draus gemacht am Ende. 29 Yards sogar rausgeholt. Sehr schön. 2 Minuten 30 im ersten Viertel zu spielen. Natürlich jetzt hier erstmal weiter 0-0. Hinten ist der Tight-End frei. Ja, lauf, lauf, lauf weiter. Mann, schade. Aber gut, können wir uns auch mit anfreunden. Stehen schon an der 35-Punkte-Bereich hier jetzt schon für uns, weil wir natürlich einen ganz guten Kicker haben. 2 Minuten 10. Cooper, Vincent, Perryman. Eventuell Perryman hier sogar mal deep schicken. Und mal schauen, ob wir da den Gegner ein bisschen ärgern können. Weiter Ball hinten rein auf Perryman. Der fängt das Ding. Touchdown. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber gerade so, die Verteidiger kamen schon wieder angerannt. Da hat nicht mehr so viel gefehlt, dann wären wir da am Boden gewesen. Sehr schöner Pass. So, ab dafür Jameis Winston. Schön in die Mitte gespielt. Das haben wir am Anfang der Saison auch viele ausgenutzt. Gerade unsere Schwachstelle in der Mitte. Deswegen haben wir da ja auch versucht, jetzt mit den Rookies irgendeine Lücke da auf jeden Fall zu schließen. Ist uns ganz gut gelungen. Sicherlich noch nicht perfekt, aber doch schon einigermaßen gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jameis Winston. Ja, Jungs, also wenn der Ball so lange in der Luft ist, dann kann doch irgendjemand mal schauen, ob er ihn fangen kann oder nicht. Und Doug Martin scheint hier tatsächlich verletzt zu sein. Zumindest hier keine Aktionen von ihm. Oh, aber der Running Back macht das jetzt hier gut. Macht das mehr als gut. Sehr starker Lauf hier von Sims. So, rauf da. Ja, incomplete, sehr schön. Da wollte er den weiten Ball werfen, der Jameis. Hat aber nicht genau geklappt, so wie er es wollte. Wir gehen hier weiter auf Blitz, geben unser Bestes. Versuchen weiter scharf zu attackieren. Super, super, direkt draufgegangen.
Und Sims ist weiterhin da. Das heißt, Doug Martin scheint sich wirklich schwerer verletzt zu haben. So, rauf da. Sehr schön, sehr schön. Oh, Ball ins Ausgeworfen hier von James Winston. Und damit auch die Chance auf Punkte vertan. Erstes Viertel gleich vorbei. Und die Buccaneers punten hier wieder. So, da ist er frei in der Mitte. Sehr schön, Cooper. First down, Derek Carr. 4 von 4 für 110 Yards. Das ist natürlich auch eine Ansage hier, die er leistet. Sowieso natürlich ein super Quarterback. Gibt's gar nichts hier zu sagen. Macht einen Top-Job, Derek Carr. Ja, Murray. Also das war jetzt nicht so geil. Halfback Slipscreen zum erneuten Mal hier. Sehr schön. Und der ist gut. Ja. 131 Yards. So, der Toss kommt. Und der ist gefährlich. Oh, gar nicht so schlecht. Aber es gab eine Flag hier auf dem Feld. Ist die Frage gegen wen? Vielleicht wieder gegen die O-Line. Kommt ja, wie gesagt, doch leider öfter vor. Und deswegen müssen wir hier auch damit rechnen, dass das gegen uns ist. Und so ist es gegen Vincent. Gegen unseren Tight End. Gegen unseren Rob Gronkowski. Verschnitt, muss man ja schon fast sagen. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf den Play-Action-Pass und versuchen eben diesen Vincent dann direkt auch mal wieder anzuspielen hier. Geben wir unser Bestes. Da hinten ist er frei. Macht er gut. Vincent, ah, bleibt doch im Feld. Man lenkt schon dagegen, so gut es geht, aber es hilft nicht immer was. 1000 Receiving Yards ist schon geknackt in dieser Saison. Das ist natürlich richtig stark. In der Rookie-Saison direkt mal hier ein Ausrufezeichen gesetzt. Aber Perryman, wir haben so viele gute Receiver einfach in diesem Team. Da weiß man gar nicht, wen man da speziell rauspicken sollte. Gut verteidigt. So, Toss. Ja, sehr schön, sehr schön. Neuer erster Versuch. Wir wollen natürlich die Führung hier ausbauen auf 14-0 im besten Fall. Damit wir hier ein kleines Polster auch haben. Halfback Dive eventuell auch mal wieder hier durch die Mitte arbeiten. Und da versuchen, was man schaffen kann. Ja, gut gemacht. Schön gemacht. Latavius Murray macht das gut. 28. Die Nummer 28. Hier auf ihn ist Verlass in dieser Saison. Gefällt mir. So, Cooper. Cooper ist frei. Cooper läuft hier zum Touchdown. 14-0 Führung für uns. Murray Cooper. Auch er natürlich hier ein herausragender Spieler. Wir haben viele, viele gute Jungs. Habe ich ja gerade schon angesprochen. Bei uns in der Offense. Das gibt es nicht. Ich schieße schon wieder so ein Ding hier daneben. Eieieiei, also langsam wird es ja peinlich. So, eine Minute 57. Ja, sie gehen jetzt schon für die weiten Dinger hier. Das wundert mich ein bisschen. Ja, der kommt an. Sehr schön, ist auch drinne. 3 von 6 erst hier. 13 Yards sowieso erst Raumgewinn erzielt. Die Buccaneers ist nicht das Gelbe vom Ei. So, kein Running Back hier, der irgendwas Großes vorhat. Ja, wir wollen ihn böse hitten, aber funktioniert nicht immer. Jameis Winston lässt hier alles beim Alten. Läuft weiter mit seiner Offense hier Richtung Punkte. 1,5 Minuten. So ein 10. Ja, und da passen die Cornerbacks aber dann auch einfach nicht gut genug auf hier. Sehr, sehr frei gewesen. Mike Evans dürfte das hier gewesen sein. Nee, war er gar nicht. So, dann spielen wir mal Quarter Formation. Mit den Purple Zones. Schauen wir mal. Oh Mann, und das ist ein Catch. Das kann doch nicht wahr sein. So, eine Minute 13. Klar, Field Goal ist ihnen sicher. Wieder gut gepasst hier. Ganz, ganz kurzer Pass. 7 von 10. Eine Minute 5. 2002. So, ab dafür. Sehr schön. Jameis läuft selber. Und der kommt an. Oh, was für ein Hit hier wieder. Injury Timer, nee, doch nicht. Normales Timer. Und ich wollte gerade sagen, also wenn wir hier den nächsten verletzt vom Feld schicken, dann sollten wir uns so langsam aber sicher dann vielleicht doch mal Gedanken machen. Mann, Mann, Mann. So, gestoppt. Kein Touchdown. Nächstes Timeout. Sehr schön. So, nächster Spielzug. Ja, 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 ja. Kein Touchdown. Kein Touchdown. Dritter Versuch. Wieder gut verteidigt von uns. So, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Was passiert hier? Pinch Zone.
Jetzt wird es in der Tat interessant. Er läuft, er läuft, er läuft und er läuft zum Touchdown. Ah, ich wusste nicht. Lassen wir ihn laufen, lassen wir ihn nicht laufen. Ah, schwer. Letztlich haben wir dann aufgemacht. Und sie erzielen hier den Touchdown. 37 Sekunden. Vielleicht haben wir Glück und erzielen hier noch irgendeinen Lucky Punch. Und legen nochmal wenigstens ein Field Goal nach. So, Return. Return gestoppt an der 25. 34 Sekunden noch. Ja, probieren wir noch was. So, der Toss kommt. Der war gar nicht mal so schlecht. So, mal Timeout. 29 Sekunden. So, Halfback Slipscreen. Oh! Oh, 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 oh. So, was machen wir? Hinten ist er frei, unser Tight End. Ja, da bleibt er drinne. 48. Wir können hier ein Field Goal schaffen. Wir können hier ein Field Goal schaffen. Sehr cool. So, er hält ihn nicht fest. 16 Sekunden. Die Zeit ist natürlich ein Faktor. Wir wollen das Field Goal. Ein paar Yards Raumgewinn brauchen wir dafür hier noch. Ich weiß nicht, ob man mit dem Slipscreen jetzt die sicheren Yards holen kann, die man braucht. Komm schon. Ab dafür. Oh ja, komm, komm. Ja, ja. Ja, Mann, Jungs. So, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Timeout. Und jetzt schießen wir hier das Field Goal in der 37, wenn alles gut geht. Ich hoffe, es geht alles gut. Ja, das passt hier. Brandon McManus, der hat genug in petto. Super getroffen, eigentlich kein Problem. Und er macht ihn rein. Und damit sind wir jetzt natürlich hier wieder 9 Punkte immerhin vorne. Und das ist eine gute Führung, meiner Meinung nach, nach dieser ersten Halbzeit. So, die zweite Halbzeit beginnt. Ja. Und wir returnen erstmal. Können jetzt natürlich hier wieder die Führung noch weiter ausbauen. Eine super Sache. Halfback Force. Ja, Flag. Oh, Mann. Wer hat das schon wieder hier versaut? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Übeltäter war wieder Christian Vincent. PA Scissors. Und da ist er frei. Sehr schön. Macht er es eben wieder gut. Und er kann es eben. Das ist das Schöne. Er verursacht zwar auch genügend Fehler, aber dann hier in solchen Situationen ist er dann eben auch da für die ganz wichtigen Dinger. Unser Rookie, den ihr alle so feiert. Weil ihr einfach auch wisst, wie gut er wirklich ist. Man merkt das ja hier wirklich. So, Halfback Force. Ja, nein. Ja, na, doch nicht. Okay. So, der Toss ist da. Und der Toss wird gut. Der Toss wird sehr gut, sehr schön. Wieder hier in Field Goal Range. PA Scissors. Gefährlich. Lob Pass und den fängt der. Guckt euch diesen Jungen an. Da braucht man doch nichts mehr sagen. Also das ist doch wirklich absolute Weltklasse hier. Lob Pass auf unseren Titan. Und der ist einfach mal ganz, ganz locker flockig hier zur Stelle. Ganz, ganz tolle Aktion. 22 Yards noch. 2 Minuten im dritten Viertel. Wir wollen diesen Sieg. Perryman. Oh, die Interception. Und da müssen wir mit Perryman hinterher. Der ist schnell. Perryman ist schnell. Und deswegen können wir ihn hier stoppen. Zum Glück. So, was machen die Bucks? Ja, Press. Spielen wir jetzt. Kommt der Lauf? Es kommt der Lauf. Oh, und der ist wieder gut, ey. Der ist wieder gut. Das gibt's doch gar nicht. Der Ersatz-Running-Back läuft hier auch. Richtig gute Zahlen in den Boden. Mann, Mann, Mann. So. Ab geht's. Ab geht die wilde Fahrt. Und da ist er noch. Komm, Junge. Es tut doch weh. Es tut doch wirklich weh. Ich will ja wirklich vieles, aber doch nicht, dass es weh tut. Dass es schon beim Anschauen weh tut. Sehr schön. Oh, und dann wieder. Mann, Mann, Mann. Also das ist wirklich jetzt hier, die Buccaneers zeigen jetzt hier ihren Sonntagsfootball. Okay, wir spielen natürlich eigentlich meistens sonntags. Ja, das war jetzt mein Fehler. Zeigen hier einen guten Football. Und wir schauen mal, ob wir sie stoppen können. Ich hoffe es doch. Komm, Mitte zusammenziehen und dann ein bisschen Druck ausüben. Kein Laufspiel, kein Laufspiel. Oh, schöner Pass. Und der nächste Touchdown hier, der Buccaneers. Es wird ein enges Spiel.
Ich glaube, das können wir hier so sicher sagen. Ja, wie das Amen in der Kirche ist. So, 14-16, zwei Punkte. Oh Gott, und wir stolpern über unsere eigenen Spieler hier, weil wir schneller sind als die. Also, Mann. Also, professionell sieht das ja hier nicht immer aus. 50 Sekunden, drittes Viertel. Es wird eine enge Partie. Wir müssen gewinnen, sonst stehen wir in 8-6. Das wird dann schon langsam wieder hässlich. Deswegen hier alles geben. Oh, was blockst denn du? Die 45. Sag mal, willst du arbeitslos sein demnächst? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mann. PA Scissors, ganz, ganz locker flockig hier wieder auf Vincent. Wir nehmen jetzt auch Zeit von der Uhr, spielen langsam mal Shoot Clock schon. Ja, Lauf durch die Mitte. Ja, war wohl nix. Ärgerlich. So, Halfback Slip Screen, die Defensive macht einen guten Job bisher. Ja, gut gemacht, auch wenn da nicht wieder nicht perfekt geblockt wurde, aber wir kennen es ja leider mittlerweile schon so ein bisschen hier. Trotzdem okay. So, Halfback Wheel, wir bleiben jetzt mal wieder in der Gun Formation, wechseln uns da so ein bisschen ab. Wie gesagt, wir spielen jetzt auch Two Clock. Und hinten könnte Perry Manis frei werden, aber wir nehmen die sichere Variante hier und das ist Vincent. Mit dem First Down. Und nächster Spielzug, Cooper. Oh, der ist frei. Der ist frei, sehr schön. Wieder First Down. Ja, wir kommen jetzt langsam hier in sicherere Gefilde, aber wir müssen trotzdem noch einen Touchdown machen, um hier auf Nummer sicher gehen zu können. Und dafür suchen wir uns jetzt natürlich so langsam aber sicher dran. Möglichst aber noch Zeit von der Uhr nehmen vorher. Deswegen hier die kurze Route auf Amari Cooper. Ja, okay. War dann doch nix. So, Slipscreen. Und ab geht die wilde Fahrt. Ja, so wild war sie nicht. 14 noch. So. Und er fängt den, aber er lässt ihn fallen. Was machen wir? Wir müssen das Field Goal machen. Und dann versuchen zu verteidigen. Ah, das war schon wieder optimal beschissen hier. 19-14, wenn die jetzt hier im letzten Drive einen Touchdown machen, verlieren wir hier die nächste Partie. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Jetzt wird es hier eine ganz, ganz enge Kiste. Schauen wir mal, ob wir sie verteidigen können. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Aber es war eine Flag da. Vielleicht hier Illegal Holding in the Back oder wie das heißt. Meistens das Return-Team. Und deswegen schauen wir mal. Ja, und es ist so. So, an der eigenen 24 müssen sie starten. Alles gut. Wir konnten hier nochmal Schadensbegrenzung betreiben. Und jetzt natürlich hier Quarter-Formation am Start. Keine Frage. Kurzer Ball. Ja, dicker Hit. Sehr schön. 1,30 knapp. So, ab dafür. Komm schon. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wir dürfen ihnen nicht zu viel Platz lassen. Field Goal reicht ihnen eben nicht. Und deswegen hier alles super. So, komm schon. Ja, macht er gut. Läuft aber wieder ins Aus. An der 45. Die Spannung bleibt hier weit, weit oben. Zweiter und Inches. So, Man Coverage. Oh, was für ein Sack. Wir springen hoch und springen dann auf den Quarterback hier. Sehr, sehr geil. So soll es sein. Dritter und vier. Seferin Jenkins, Evans. Ja, Doug Martin haben wir ausgenockt am Anfang des Spiels. Ja, und er hält ihn aber fest. Er hält ihn fest. Eine Minute, zwei Timeouts und noch 50 Yards zu gehen. Jetzt wird es hier mega interessant. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir es diesmal schaffen. Gegen die Jets sollte es nicht klappen. Aber ich habe hier ein besseres Gefühl gegen die Buccaneers. Ich weiß nicht, wieso. Aber irgendwie, ja, bin ich hier guter Dinge. So, rauf da. Ja, ja, komm, anhalten. 40 Sekunden, zwei Timeouts. Was machen sie? Sie spielen weiter. Three Man Up Deep machen wir mal. Ich schaue mal, ob es überhaupt funktioniert, ob es Sinn hat. Sinn macht. Ja, gestoppt. 25 Sekunden. Sie nehmen das Timeout. 19 Yards noch.
Unsere Verteidigung muss da sein. Es ist das nächste Herzschlag-Finish hier in dieser Karriere. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber leider ist es so. So, ab dafür. Komm rauf da. Wir müssen hier ihn ärgern. Jameis Winston. Ja. Gestoppt. So, letztes Timeout ist vorbei. Sie haben noch ein paar Spielzüge in petto. Es sind nur noch 10 Yards. Wenn sie das hier machen, gewinnen sie diese Partie. Es kann nicht wahr sein. Wir sind jetzt hier wirklich wieder mal mit dem Rücken zur Wand. Ja, gestoppt. 13, 12, 11. Ja, sie beeilen sich jetzt, werden jetzt hier spiken, haben dann vielleicht noch einen Spielzug und für 5 Yards kann der schon mal gehen. Sie spielen ihn aus. Und der ist incomplete. Ja! Ja! Yes! Ich hatte die Angst, dass er selber läuft mit Jameis Winston zum Touchdown. Hat er nicht gemacht. Und wir gewinnen damit hier in der letzten Sekunde diese Partie. Jawohl! Oh, so soll es sein. Yes, Mann. Das war jetzt mal spannend hier wieder. Emotionen am Ende. Natürlich, wenn man dann gewinnt, freut man sich. Das ist klar. Gutes Spiel von Derek Carr. Und ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Spannend war es ja mal wieder in dieser Situation. Unglaublich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Checkt Facebook, Twitter und Instagram sowie Snapchat unseren neuen Merchandise-Shop aus. Die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Wir stehen 9-5 und wir sind auf einem guten Weg hier in die Playoffs. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Raphael von GameTastical.de.